Ja, hallo, und da sind wir schon wieder zurück bei Obendrans Parteibuhn hier zwischen Nordheim und Frankenberg. Pendelt gerade unser Bus hin und her und bringt wahrscheinlich irgendwelche Fußballfans hier nach Frankenberg ins Stadion bzw. Frankenberg. Und ja, hier unten haben wir noch Flensdorf und Saalwald. Ich denke, das können wir auch gleich noch hier anbauen an unser Streckennetz. Oh ja, man ist ja richtig gut direkt am Stadtzentrum. Und da kommt auch schon wieder ein neues Subventionsangebot rein, was wir uns einfach mal anschauen. Bielebach nach Freudenhafen und dann hier Quedlinbrück. Bauen wir erstmal hier eine Buslinie auf. Und dann werden wir uns, ich glaube, die Subvention holen. Zwei Flugzeuge haben die Gegner auf der Strecke überhaupt nicht abgestimmt miteinander. Ja, bei diesen kleinen Flughäfen ist das Absturzrisiko sehr hoch. Das werden wir dann sicher im Laufe des Spiels auch nochmal sehen. Leider, wie dort Flugzeuge abstürzen. So tragisch wie das ist. Aber das passiert nun mal. Wobei ich eher... Ups, da habe ich mich verbaut. Wobei, so wie ich das sehe, sag ich mal, in Europa oder amerikanischen, nordamerikanischen Fluglinien muss man das eher nicht befürchten. Da ist ja das Risiko sehr gering, aber wenn ich mir, ich sag mal, in Afrika die Linien anschaue, da, naja, da hat man schon kein gutes Gefühl, dort einzusteigen. Obwohl, die geben natürlich auch ihr Bestes, aber da ist meist das Geld immer das Problem. So, was haben wir jetzt gebaut hier? Die Bad Köln nach Bonn an der Spree. Ich glaube, die holen wir uns auch gleich noch. Jetzt, wo wir hier ein bisschen Geld, Geld reinkriegen, bauen wir direkt ins Fußballstadion. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier einfach machen werden. Kleinen Umweg hier. Jetzt sind hier wieder die Bäume im Weg. Da sieht man dann immer sehr viel. So. Ja, das passt. Bonn an der Spree. Naja, das stimmt nicht ganz. Was will man machen? Also ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir dann hier ein bisschen Geld haben, wo wir dann uns die schnelleren Züge kaufen können. Kredit haben wir uns ja schon abbezahlt, aber wir haben letztes Jahr halbe Million Mark Umsatz gemacht. Was ist jetzt hier schon wieder das Problem an dem Zug? Stahl. Das ist ein Passagier. Verzeihung. Das ist ein Passagierzug, der macht halt mal Minus. Und was ist jetzt bei dem hier das Problem? Ach. Quatsch. Jetzt. Sehr fatal, dieser Fehler. Das war auch noch der Zug, der hier die Strecke fährt. Und das war der andere, der Minus gemacht hat. Naja, na gut. Das wird sich auch wieder geben. Ach, die finden mich auch schon furchtbar hier. Offenheim.
gefällt mir aber nicht so. Ingolsminster. Die Säcke finden uns auch noch schlecht. Na gut, da haben die einfach Pech gehabt. Da brauchen die sich auch nicht wundern später. Wenn die keine Anbindung ans Netz kriegen. Viehtransport wird subventioniert. Das ist ja auch mal was Neues. Ich denke, das schauen wir uns dann mal an, nachdem wir hier diese Buslinie gebaut haben. Und hier gibt es eine Stadt. Was ist denn das? Na gut, das betrifft uns, glaube ich, nicht so. Na? Zug reichen. Schwer zu sagen. Na gut, wir wollen jetzt ja noch den Bus, wo wir schon mal dabei sind. Nein, das gefällt mir nicht. Ich lege immer ein bisschen Wert, dass es ordentlich aussieht. Daher musste eben gerade noch das eine Stück da dran glauben und das auch schon wieder. Das gefällt mir natürlich nicht so. Na, jetzt haben wir es. So. Fulda. Da bauen wir halt so einen Bus und einen, der fährt dann die Linie. So, jetzt gucken wir mal nach dieser Viehsubvention. Die. Hier haben die Gegner wieder Straßen gebaut wie Atze. Das ist ja unglaublich, aber das bringt uns nichts. Ich denke, wir werden uns das hier einfach mal holen mit einem schwer zu sagen, mit einem Zweierzug. Ach naja, wir lassen das einfach mal. Schlage ich vor. So, gucken wir mal, was ist jetzt die größte Stadt? Ist Harzhafen. Ja, verständlich. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir an den ganz anderen Städten, die bisher noch keine Anbindung haben hier, dass wir da keine Luft verlieren, dass die da auch mitwachsen. Und da bauen wir einfach mal hier eine Strecke. Haltepunkt mit Sicht aufs Meer ist sicher auch nicht schlecht für die Fahrgäste. Aber wir müssen ja leider einen kleinen Umweg drumherum bauen. Aber es ist auch nicht schlecht, weil sich dann die Städte daran weiter ausbauen. Das gefällt mir jetzt ja nicht so. Das müssen wir wieder wegreißen. Na, Mensch. Und wir bauen jetzt einfach mal hier auf die Kante. Ja, machen gleich unsere erste Million, so wie ich das sehe. Da fehlt nicht mehr viel. Und das freut mich natürlich sehr. An der Donau. Ich glaube, hier wollte ich doch in einer der vorherigen Folgen auch schon was bauen. Dann holen wir das jetzt einfach nach. Wie viele Passagiere? Oh, da warten aber viele Passagiere. Ja, das ist ohne Zweifel. Oh, da war schon wieder was mit einem UFO. Ei, da hat es diesmal eines unserer Fahrzeuge erwischt. Uns das gleich mal an hier. Da bauen wir einfach ein neues. Da haben wir einfach den Vorteil, wir müssen einfach hier das Fahrzeug kopieren und das Defekte anklicken. Dann werden hier die Ziele automatisch übernommen. Und weiter kann der Bus wieder fahren. So einfach geht das hier bei Open Transport.
Transportteilchen. Der Bus, der hier verunfallt ist, der wird dann nach einer bestimmten Zeit verschwinden. Und wir gucken mal hier, Subventionsangebot, das holen wir uns auf jeden Fall. Das liegt nicht sehr weit entfernt. Osnastadt und Kulmbrück. Nicht zu verwechseln mit Osnabrück und Kulmbach sozusagen. Ja, man kann ja nicht nur mit deutschen Städtenamen spielen, sondern auch, es gibt natürlich auch typische französische Namen oder schweizerische Namen oder ja, norwegisch, kanadisch gibt es auch. Da hat man dann so eine Mischung aus englischen und französischen Namen. Das ist auch ganz interessant und es gibt auch als Fahrzeugset dieses Set von der kanadischen Eisenbahn, nenne ich es mal. Und da gibt es dann verschiedene kanadische Züge, habe ich auch schon damit gespielt. Ja, das ist auch sehr interessant, dieses Set. Wir gucken mal, was in unseren Haltestellen so alles rumliegt. Das sehen wir hier. Je größer hier der Balken, umso mehr liegt drin. Bei Flensdorf sind es jetzt 275 Passagiere. Da könnte man theoretisch noch mehr, noch eine längere Busstrecke bauen. Ich denke, das machen wir einfach mal. Und wir verbinden das natürlich wieder. Und bauen was nach Quedlinhorst, um dort den Austausch der Bevölkerung ein bisschen zu forcieren, sozusagen. Ganz einfache Bahnlinie. Oh, wir haben gerade unsere erste Million hier erreicht. Super, das freut mich. Und ich denke, da können wir uns auch was drauf gönnen. Ups, daneben gebaut. Auf diesen Erfolg. Wir gucken uns erstmal schnell die Subvention an. Das war die hier. Von Eisdorf nach Rossfurt. Die haben ja schon die Strecke und das heißt, die Subvention wird dann bald in unsere. Sehr gut. Das werden wir im weiteren Spielverlauf auf jeden Fall öfters haben, dass diese Situation eintritt. Okay, zurück zum Thema. Für die Millionen gönnen wir uns einfach mal hier einen schönen Schnellzug, sag ich mal, einen schönen Passagierschnellzug. Da haben wir im Moment noch nicht so die große Auswahl. Wird Zeit, dass wir dann den ICE kriegen. 130 haben wir hier, 140, 160, 165. Ich denke, wir sollten schon ein bisschen fortschrittlicher sein und auf Elektro setzen, auch wenn der langsamer ist, 5 Kilometer, aber das macht nichts. So, wie funktioniert das jetzt hier? Ach, Moment, wir müssen gucken. Ja. Ach so, das ist bloß ein Zug, der nur 4. Nee, oder? Ach so. ET 130 haben wir jetzt. Ne, ET 30. Kann ich da noch einen zweiten anhängen? Geht das? Nee, schade. Da müssen wir mit dem arbeiten. BR 111. Dann nehmen wir einfach die jetzt. Ah ne, die kostet zu viel. Die kostet ja fast 1 Million. Das Geld haben wir ja nicht. Okay, dann müssen wir das einfach so machen. Auch wenn da doch schon eine Menge Passagiere reingehen. So, das ist jetzt unsere Sache hier für das Erreichen der Millionengrenze. Das war die Subvention, die wir ja vorhin schon hatten. Ne, das war die hier, glaube ich, oder? Egal, macht nichts. Ne, doch, die ist noch gar nicht hier drin. Na gut. Und die BR 140 haben wir auch gekriegt. Die ist elektrisch. Wie steht es bei den Gegnern? Oh, die haben schon die Millionen deutlich überschritten. Eieiei.
da hängen wir jetzt hinterher. Da müssen wir wirklich mal schauen, dass wir hier ein bisschen Gas geben. Und dass die uns nicht davon rennen. Auch wenn wir natürlich gewisse Möglichkeiten haben, den Gegner hier zu manipulieren. So, wir gucken mal wieder bei unseren Stationen, wie dort die Lage ist. Flensdorf, da hatten wir vorhin die Bahnstrecke gebaut. Freiberg. Hier steht wieder ein großer Flughafen, das ist ja der Wahnsinn. Auch nicht gerade wenig drin. Oh, Nienbrück ist voll. Mit fast 500. Da müssen wir auch noch was machen. Tja, und das passiert, wenn der Gegner über meine Bahnstrecken Straßen baut. Das hatte ich auch in einer der vorherigen Folgen angesprochen. Schwere Unfälle mit Toten an Bahnübergängen. Also versucht nicht erst euch da durchzuquetschen, wenn die Schranken runtergehen, sondern wartet, bis der Zug durch ist. Was ist jetzt mit dem Zug hier los? Oh, ich sehe es. So. Warum habe ich hier zwei Stationen? Muss man das verstehen? Ach so, der fährt die Strecke so ab. Habe ich das wirklich so eingerichtet? Okay. Ach ja, doch, ich glaube schon. Da wollte ich ja... Oh, und da ist es schon wieder passiert. Ja, rest in peace. Und wir waren in Nienbrücken und wollten gucken, was wir dort bauen können. Oder auch nicht. Mal gucken, was mir die Subvention ist. Das ist mir zu weit. Da habe ich jetzt keine Lust dazu. Nienbrücken. Nienbrück beziehungsweise. Saarbrücken ist leer und Kneipen an der Donau ist auch leer. Wir könnten hier Cottbus anbauen. Ist nur noch die Frage nach dem Wie. So, hier. Ja, ein neues Stahlwalzwerk, was dort eröffnet. Wolfsfurt. Ich glaube, das werden wir auch einfach mal nutzen. Ganz dreist. Wenn die Gegner hier schon die Strecke bauen. Nach Cottbus fährt der Bus. Oh, ne, VT11. Haben wir gekriegt. Nach Cottbus wollte doch der Bus fahren. Und dann nach Saarbrücken und dann nach Nienbrück. Und der fährt dann einfach noch nach Querfurt an der Donau und dann das gleiche wieder zurück. Und ab dafür können wir jetzt vielleicht auch mal die Stadt hier. Das erzwingen wir jetzt einfach, auch wenn uns das eine Menge Geld kosten wird. Aber mittlerweile arbeiten wir uns ja schon auf die 2 Millionen vor. Da können wir hier auch mal eine teure Stahlbrücke hinstellen. Ich sehe das jetzt nicht so ganz, ob das hier alles stimmt. Ja, na gut, hier ist jetzt wieder so ein hässlicher Bug drin. Den reißen wir noch weg. So, und dann fährt hier der Bus hin und her und ja, danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich erstmal für heute von euch und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis ja, auf Wiedersehen, bis später.